Okay, da komme ich gerade nicht ran, weil da zu viel rumlatscht. Es sind nur drei Stück und trotzdem können die mich sowas von trollen, ey. Vor allem der da gerade. Nummer 6 ist dann da oben. Okay. Waffen und Schlüssel. Genau, geht alle weg. Gut. Tun sie alle weggehen. Das ist gut. Da sind auch nette Sachen drin. Können wir nämlich gleich die 7 auch aufmachen. Und uns hier hinten in die Ecke zurückziehen. Weil jetzt müssen wir an die 8 da unten ran. Wobei, an die 8 komme ich. Oh, doch nicht ganz so gut, so wie es aussieht. Bitte, bitte pick hier ab. Geh nicht weiter nach unten. Oh, dankeschön. Es darf aber nur nicht nach unten abbiegen. Also an der Stelle. Okay, er tut's nicht. Biegst du oben ab? Ja, du biegst oben ab. So, das kriegen wir auf. Zauber sind da auch noch nette drin. Ich hoffe, das bringt wirklich was, die Dinger jetzt zu öffnen. Also, die Uru hat ja gesagt, ich soll mir die Kisten ansehen. Und der Zerbietgeist hat auch gesagt, dass die... Gut, wo biegst du ab? Geradeaus weiter, damit komme ich klar. Ich komme nur nicht klar, wenn mein Avatar einfach mal so beschließt, ein Stück nach oben zu gehen in seine Richtung. Ja, die Tür kann geöffnet werden. Und die Wächter sterben. Gott sei Dank. Wird sofort ausgeführt. Ja, Mulde, können wir nicht öffnen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal als nächstes das Rätsel hier unten an. Beziehungsweise die Rätsel. Und dann geht's zu den Spinnies. Da ist auch ein Mensch hier im Weg, wo wir was reinpacken müssen. Tukada. Oh, guck
große böse Spinne, aber die anderen gehen eigentlich. Also wir haben ja auch drei Titanen, die weiß Gott welches Levels sind. Okay, hier sind Fackeln. Bringen wir sicherheitshalber mal. Und ja, hier unten sind Köpfe, die sich drehen. Wenn sie sich drehen, dann fangen an... Felder zu leuchten. Also Blitze auf Feldern zu entstehen, die entweder Gegner spawnen. Oder mich töten. Gucken wir jetzt mal, was passiert hier. Den Mann hier berühren. Oh, gehen Fackeln an. Wenn ich den berühre? Schalten Fackeln um. Okay. Das war jetzt wieder sehr viel Twilight Error. Vor allem, weil es nicht so einfach ist wie mit den Schaltern, dass man sieht, welcher Man hier was macht. Ah, sehr schön. Wir sind wieder in der Ausgangsposition. Nehmen jetzt mal die zwei und die zwei. Mal gucken, was passiert. Also, einfach mal. Weil es werden nicht alle unten sein und es werden nicht alle oben sein. So, vielleicht klappt das. Nein. Okay, du hast die beiden eingeschalten. Das war jetzt nicht so toll. Es brennt die Hälfte. Nee. Ich muss mir das wirklich mal... Hätte mir das aufschreiben sollen, welcher Mann hier... was umschaltet. Also wenn ich den jetzt nochmal berühre, geht's wieder zurück. Okay. Da drüben... Oh, da sind es nur 6. Das heißt, das Rätsel könnte einfacher sein. Jetzt ist wieder alles bunt durcheinander. Jetzt habe ich es geschafft, dass unten alles angezündet ist. F
fast. Also ich muss es nur schaffen, dass die beiden aus sind und die beiden brennen. Dann habe ich es fast schon gelöst. Das war der falsche. Den da wollte ich eigentlich. Nee. Nicht gut. Und der da scheint sogar noch mehr als nur die da. Ja. Nee, das ist der falsche. Okay, geh wieder du zurück. Fast. Nein. Das war auch nicht, was ich wollte. Auch nicht ganz. Oder machen die Menhire jetzt wieder, was sie wollen? Jetzt schwören können, es gab einen, der hat nur die vier oberen und die vier unteren. Oh, das war der hier. Okay, das war der hier. Na, der macht nicht, was ich will. Okay, jetzt brennen wieder alle hier. Jetzt habe ich es wieder geschafft, dass einige brennen. Komm schon. Fast. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass der aus und der angeht. Ne, nicht so. Muss auch hinzukriegen sein. Ja, fast. Bin ich wieder an der Ausgangsposition. Oh, oder so. Ja, alle Riegel sind offen, die Truhe kann geöffnet werden. Kämpferin? Ja. Hat Dekopuppe. Okay. Jetzt mit ein bisschen mehr Grips und weniger Tamtam. Gucken wir mal. Ich mal mir das jetzt auf. Also der Min hier tut. Die drei verändern. Der Mann hier tut
Also ich mache mit Strichen die, die er nicht verändert. Die zwei verändern. Der Mann hier.